liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Fremo-Treffen. Und zwar das Fremo-Treffen von Bardewig. Ja, da schauen wir mal, was es da alles so Schönes zu sehen gibt. Viel Spaß! Wir haben hier jetzt das Arrangement. Ja, das sieht sehr kompliziert aus, deshalb werden wir das jetzt mal farblich etwas aufteilen. Hier blau hervorgehoben ist die zweigleisige Hauptbahn. Das ist das, um was es sich in diesem Video drehen wird. Wir werden alle anderen Strecken dann in einem weiteren Video abhandeln. Grün hervorgehoben ist die Nebenbahn, die übrigens in Hirschberg abzweigt. Hirschberg solltet ihr eigentlich kennen, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Dann haben wir eine Strecke, die hier in Pink hervorgehoben ist. Das ist eine Privatbahn. Ja, und dann haben wir noch den rot hervorgehobenen Teil. Das sind unsere tschechischen Freunde. Der Fremo ist ja kein deutscher, sondern ein europäischer Verein. Und die Kollegen haben sich den weiten Weg nach Bardewig gemacht, um da ihre hervorragenden Module zu präsentieren. Ja, das werden wir uns dann in einem nächsten Teil anschauen. Wir beginnen unsere Reise über die Hauptbahn mit einem Schattenbahnhof namens Görlitz. Diesen Schattenbahnhof kennt man vielleicht aus meinem zweiten Video. Und da wurde ja Ausstellung gemacht und für die Ausstellung ist der Schattenbahnhof mit kürzeren Beinen ausgestattet. Ja, und jetzt muss ich wieder so einen Rückblick machen, wer meine Videos schaut und das letzte Bardewig-Video gesehen hat, weiß ja, dass dort eine Rampe im Einsatz war und dass man dafür einen Schattenbahnhof braucht, der etwas niedriger gebaut ist. Und genau das haben wir hier vor uns mit wunderschönen Lokomotiven und Zügen hinten dran, die wir hier jetzt startbereit im Schattenbahnhof sehen. Ja, wir werden uns als nächstes jetzt mal die Rampe anschauen. Wir haben also hier einen Güterzug, der jetzt hier hinauffährt, der ja, länger ist, als man das so von der normalen Heimanlage gewöhnt ist. Und der natürlich hier Hilfe braucht, um quasi die Rampe zu bewältigen. Ja, dafür gibt es einen Nachschublock. Dafür gibt es eine sehr typische Nachschublock, die bei der Bayerischen Staatsbahn entwickelt wurde, die ich nicht so für so super schön halte, aber es ist doch eine sehr beeindruckende Lok. Das mit der Schönheit, das ist ja immer so meine Theorie, das hängt sowieso immer so ein bisschen mit der Sehgewohnheit zusammen. Also da muss man sich jetzt als großer Bayern-Fan keinen großen Kopf machen. Na, da sieht es dann, was weiß ich, bei meinen Lokomotiven vielleicht dann auch ein bisschen anders. Ja, an der Rampe ist, das sehen wir nachher noch, es ist erst ein Teil, hier ging es ja auch erstmal darum, dass das also alles funktioniert. Das hat teilweise auch getan, das Einzige, was ich nicht so richtig wollte, waren ja, Signale, Blockstelle, weiß ich nicht mehr so ganz, woran es lag. Also hier waren so manche Signale, da musste man dann auf mündlichen Befehl vorbeifahren. Und das ist jetzt das eine Teil, was hier schon gestaltet ist, die anderen. Naja, sind hier so braun angestrichen. Ja, hier haben wir die zwei Schubloks, die hier zusammen jetzt wieder die Talfahrt unternehmen, um dann vom nächsten Zug wieder einsatzbereit zu sein, um den dann wieder den Berg hochzuschieben. Ja, es gibt ja einen Fahrplan beim Fremo, also da ist das alles hier durchgetaktet, wann welcher Lok wohin fährt, ja, und welcher Zug dann nach oben befördert werden soll. Ab und zu fährt dann auch mal ein Zug talwärts, hier mit einer der ersten Einheitsloks, die Baureihe 43. Nicht zu verwechseln mit der Bundesbahn 43 aus der Epoche 4. Das war eine andere Lok. Hier haben wir einen etwas kürzeren Güterzug, der sich jetzt hier bergwärts bewegt.
der hier aber auch schon einen Schublock dran hat. Also mit dem Stein, der hier auf dem Wagen liegt, so ein bisschen merkwürdiges Frachtgut, aber naja. Da hat sich einer einen kleinen Spaß erlaubt. Ja, und dann ist eben das Problem, da ja jeder, also man sieht die Fahrpläne ja, ne? Es ist ja nicht so, dass also jeder Lokführer da die totale Streckenkenntnis hat. Also man sieht diese Fahrpläne und da ist es immer nicht so einfach, die Geschwindigkeit zwischen Zuglok und Schublok dann immer exakt zu halten. Also im Prinzip war es immer günstig, die Schublok ist quasi alles, also die waren sehr langsam eingestellt, alles was drin ist zu fahren und der Lokführer, der Lok vorn ist dann sozusagen für den Abstand verantwortlich. Dass es hier immer mal so ein bisschen unscharf ist, da muss ich mich entschuldigen. Also die normalerweise macht es das Handy nicht, ne, was ich hier zum Film genommen habe, aber es ist also relativ dunkel in der Halle und da gab es dann doch mal wahrscheinlich das eine oder andere Problem mit der Schärfe. Ja, hier oben angekommen geht es in einen Tunnel. Da haben wir wieder unseren langen Güterzug vom Anfang, den werden wir dann wahrscheinlich heute noch öfter sehen, denn ich habe den dann über das ganze Arrangement verfolgt und hier sehen wir, da hatte sich die Schublok schon ausgeklinkt. Hier haben wir noch einen Personenzug mit einer Baureihe 36, die gab es mal von Rocco. Preußische Abteilwagen, dreiachsige. Ja, ein ausgeglaster Güterwagen und die Schublok wurde wieder abgehangen. Also hier hatte sie sich, sollte sie sich eigentlich noch nicht verabschieden, aber naja, wenn der Lokführer zu schnell war, dann kam die Schublok nicht hinterher. So lang war der Zug ja auch nicht. Also man sieht, hier ging auch nicht immer alles streng nach der Vorschrift. Der nächste Zug, der sich hier hoch bewegt, wieder eine Einheitslok, eine der ersten, die Baureihe 01. Mit einem, naja, doch recht ansehnlichen Schnellzug hinten dran. Das ist übrigens mein Schnellzug, den ich mitgebracht habe. Der ist auch noch nicht komplett fertig, weil da gibt es noch so das eine oder andere Problem mit den Dachlüftern. Also bei manchen Wagen fehlen die, bei anderen sind die falschen Dachlüfter drauf, was jetzt, naja, Uneingeweihte sicher nicht wissen. Das wird wieder immer raus. Hier ist hoppelt wieder einer neben dem Gleis. Das Elend. Da freut man sich, wenn man das filmt, ganz besonders. Und dafür bleibt die Schublok hier mal dran. Letztes ein Kurswagen, der dann in den tschechischen Ast ging. Naja, und aus der, auf der anderen Seite des Tunnels gehst dann wieder heraus. Mal gucken, was das hier für ein Zug ist. Das sieht man nach dem Eilzug aus mit einer S10 von dran. Aber auch die preußischen Abteilwagen, die dreiachsigen. Da sind also mehrere Garnituren unterwegs gewesen. Die bayerische S36 mit dem Schnellzug, preußische Schnellzugwagen, und im Württemberger noch hinten dran. Hier mal in der anderen Richtung, das war der Zug, der also zumindest die Rampe hoch dann drei Lokomotiven gebracht hat, also eine Schublok und noch eine Vorspannlok, weil diese Wagen wirklich sehr, sehr schwer waren.
Also hier hängt noch ein tschechischer Lok dran im Moment. Lag daran, dass der aus dem tschechischen Arrangement kam und die Lok also relativ weite Wege dann auf der Hauptbahn zurückgelegt hat. Ja, hier haben wir wieder unseren überlangen Güterzug, der jetzt hier in der nächsten Station einfährt. Das ist die Station Holstedt, der im Arrangement größte Bahnhof. Da haben wir nochmal das Stationsschild. Ja, hier kann man dann schon fast die Übersicht ein bisschen verlieren bei den vielen Gleisen. Ich habe auch festgestellt, dass der Bahnsteig für meinen Schnellzug ein bisschen zu kurz war. Also wir hatten da einfach zu viele Wagen dran gehangen, die also den Bahnsteig überfordert haben. Das sollte eigentlich auch, eigentlich sollte mein Zug so eine Art Sonderzug sein, der überall durchfährt. Aber irgendwer hat ihn dann zum Schnellzug erklärt und da ist er also den Schnellzugplan gefahren und für den war er halt zu lang. Also es klappt ja auch nicht immer alles. Wir sind jetzt hier im Güterbereich von Holstedt. Eine S6 fährt hier gerade mit dem Personenzug durch. Wir hatten also gerade die Ausfahrtssignale in Richtung Hirschberg. Es ist auch ein sehr schön gestalteter Bahnhof. Wer sich übrigens mal die Seite, also meine Poisentalbahn-Seite genau anguckt, wird Teile des Bahnhofs wiedererkennen. Na, ich habe mir da mal so die Gleise gemopst für mein Titelbild. Ja, hier wird gerade rangiert. Es gibt da auch viele Anschlussstellen, es gibt da viel zu rangieren. Und da wird es dann in und um den Bahnhof auch voll mit diversen Lokpersonal, die da mit ihren Zügen dann durch den Bahnhof durch wollen. Es hat aber so, wie ich es gesehen habe, alles wunderbar funktioniert. Manchmal sind das großen Bahnhöfe ein bisschen problematisch, wenn da also sich irgendwer meldet als Fahrdienstleiter und dann den Verkehr dann doch nicht so ganz bewältigt. Hier sind wir schon auf der freien Strecke zwischen Holstedt und dem Abzweig. Ja, der Schnellzug kommt uns hier schon wieder entgegen, der fährt also hier quasi schon wieder zurück in die andere Richtung, als diese Aufnahme entstanden ist. Das ist also alles nicht so super hintereinander. Hier vorne haben wir den Abzweig. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Es war auch leider nicht mehr anhand der Zeichnung herauszufinden, weil die Schrift da leider sehr klein war, aber ist sehr, sehr schön gestaltet. Mit diesen wunderschönen Bäumen und dem Gewässer, was also wirklich mal, bei Gewässern sieht man immer sehr viel Elend. Und wir sind hier schon im Einfahrtssignal für den Hirschberg. Ja, zu Hirschberg muss man dann leider sagen, dass am Anfang doch das eine oder andere Problem war, weil es eben doch nicht alles so funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Und ist auch so der Verdacht aufgekommen, dass vielleicht das eine oder andere elektronische Bauteil möglicherweise durch das Begrasen einen Abflug gemacht hat. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber die Vermutung haben wir. Es gab da noch das eine oder andere Problemchen. Es gibt auch Pläne, das Schaltpult umzubauen und in der Digitaltechnik einiges zu ändern, da wohl die Digitaldecoder schon recht alt sind. Die müssten also mal durch neuere ersetzt werden. Also es gibt hier noch viel, viel zu bauen. Ja, und wenn man im Vordergrund das
die Drehscheibe und die Gleise, die hier von der Drehscheibe weggehen. Ja, da gibt es auch noch viel zu tun. Hier soll auch eine Weiche rein, das Gleis, was jetzt hier unter Drehscheibe zum Gleis geht. Also das ist Asti-Gleis, ne? Also das soll dann auch noch eine Weiche rein, das soll noch eine Weiche von der anderen Seite rein. Also das wird, ja, da wird noch einiges passieren. Ja, hier fährt ein Personenzug durch, diesmal sogar mit einer sächsischen Lok. Das ist auch die sächsische Bauart der späteren 38. War eine sehr erfolgreiche Konstruktion, ein Vorbild. Ja, da kann man Pico nur danken, dass sie das Modell gebracht haben. Ich habe irgendwie so den Eindruck, da kommt nie wieder eine sächsische Lok von Pico. Also das Thema ist da ausgestanden, da bringen sie doch eher lieber irgendwas Modernes, was mich dann, sagen wir mal, eher weniger interessiert. Aber ich denke mal, in ein paar Jahren gibt es das alles an Kleinserie gedruckt. Und ja, normalerweise auch zu Preisen, die unter dem Niveau der Messing-Bausätze liegen. Hoffen wir es zumindest. So haben wir jetzt wieder den sehr wunderschönen Schnellzug. Aus dem Bahnhof Hirschberg heraus haben wir hier wieder unseren superlangen Güterzug, den ich eigentlich in einer Sequenz verfolgen wollte. Das geht aber nicht, weil man da ja, unter dem Modul immer mal lang tauchen muss. Und ich fand es dann doch besser, das durch ein paar andere Züge noch zu unterbrechen. Ja, wir sind jetzt hier fast am Ende der Strecke, weil es gleich in den Schattenbahnhof Plagwitz geht, den wir auch aus Leipzig mitgebracht haben. Der auch ein wunderschönes Vorfeld hat, das wir gleich ganz kurz sehen werden. Leider viel zu kurz. Aber das habe ich ja auch schon mal gezeigt. Hier haben wir das Anfangssignal. Und einige Reserveloks, die hier noch herumstehen. Eine sächsische 5T und eine sächsische 3BT, die zum großen Teil aus gedruckten Teilen bestehen. Die Lokkarte kannst du alles oben mit abgeben. Ja, aber Zugschluss macht ihr? Und wir sind mal wieder kurz zurück in Hirschberg, wo dann einer der Modellbahnkollegen hier so diverse 3D-Druckteile ausgestellt hat. Ja, da sind wir schon am Ende des Videos. Ich habe noch ein paar wunderschöne Fotos. Einige wenige, die meisten habe ich für die Nebenbahn gemacht. Da kommt dann im nächsten Teil. Und eventuell gibt es sogar noch einen dritten Teil. Ich habe da noch eine Überlegung, die allerdings noch nicht so ganz ausgereift ist. Ja, für heute soll es erstmal genug sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Und was ich übrigens die ganze Zeit schon vergessen habe, ich wollte mich eigentlich bei euch schon ewig mal bedanken, dass ihr den Kanal so fleißig abonniert habt. Ich bin jetzt momentan also über 1200 Abonnenten. Ich habe also nicht mal das 1000er Spezial gemacht, weil ich es immer wieder vergessen und immer wieder verschoben habe. Ich habe dann immer nur die Themen der Videos im Kopf gehabt und habe das also immer wieder vor mir hergeschoben. Möchte ich jetzt nachholen. Also ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir da so die Treue gehalten habt
und auch die, sagen wir mal, sehr dünne Sommerzeit überstanden habt, wo ich ja auch keine Videos gebracht habe. Ich werde mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Ich hoffe, dass es dann immer genug Stoff gibt, dass ich da was machen kann. Gut, wir hatten noch Corona. So, jetzt aber genug erzählt. Wie gesagt, schönen Abend. Macht was draus. Bis bald zum nächsten Video.